Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu Folge Nummer 24 im Road to Commander. Wir sind jetzt fast Level 37, aber wir sind heute nicht alleine, denn wir haben heute noch ein drittes Mal am Stück den Snacks mit dabei. And another one. Aber and another one. Leute, keine Sorge, ihr braucht euch ja nicht dran zu gewöhnen. Morgen ist er dann nicht mehr dabei, Freunde. Oder die Leute mögen mich, Mann. Nee, Digga, glaube ich nicht. Da habe ich anders gehört. Da ist dein Schnauze, du kleinen Pisser. So MSMC. Oder ich das erinnert mich gerade an mein 1000 Abonnenten-Special hier, Digga. Ja, Mann. Digga, da habe ich so geschrien auf Plaza. Digga, wo du meine Mutter noch beleidigt hast, du Lutscher. Hey, wie? Du meintest, vom Host, die fette Mutter steht auf der Leitung. Und dann... du warst ich glaube, keiner war Host, Digga. Geil, Digga. Ja, dieser Dorian aus von vor zwei Folgen joint wieder. Ah, Digga, das... Ja, oh, Mann. Du warst draußen like in der Wilhelm Tell-Leitung. 100 Punkte nicht mehr. Ich wollte heute eigentlich zu Wilhelm Tell fahren, aber ich hatte überhaupt keinen Bock, Mann. Ich dachte, irgendwas wäre dazwischen gekommen, Digga. Also, ich hatte überhaupt keinen Bock, Mann. Das Ding ist, Telekom regt mich ein bisschen auf, wenn ich ehrlich bin. Mann, Digga, diese scheiß Schockladung, Alter! Hat das bei dir Fehler oder was? Bei mir ist Telekom halt wirklich perfekt. Ja, das Ding ist, ich beim WLAN zum Beispiel, Digga, wenn ich DAZN oder so gucke, ne, dann choke mein WLAN einfach, Digga. Für wie viele Produkte wollen wir noch Werbung machen? Hä? Für wie viele Produkte wollen wir noch Werbung machen? Meine Telekom-Leitung ist nicht perfekt, wenn ich DAZN gucke. Mhm. Was suchst du hier oben? Was suchst du hier hinten, Digga? Was ist das für ein Dude? Bruder, nein! Der Typ spielt Hamre! Ups. Liegt safe nicht in der letzten Folge. Bestimmt nicht. Die dachten sich so, oh mein Gott, die Waffe ist so cool, die der eine Typ spielt, die muss ich auch spielen. er raped uns so heftig damit. Ja. Mann, dieser Dorian, Alter, schön, dass er da rausgeht, Mann. Er hat so vorhin schon fast nuklear kassiert. Wieso reicht es dann nicht? Weil ich habe letztens den Namen Dorian gegoogelt, also was der bedeutet. Hm? Der größte Keck auf Erden. Ja, ja. Guck mal, bei mir eben werfe ich auf ihn C4 und danach schieße ich, er stirbt nicht. Er wirft auf mich C4 und schießt, ich sterbe, okay. Ich glaube, es liegt am Telekom, Digga. Ja, kann auch. Mit Jalen jetzt. Ja. Ah, komm, wir machen den Free Kill. Na, er macht sogar, er wehrt sich, aber so kann er mich nicht holen. Die AN oh mein fühlt Gott. Sich einfach so smooth an. Ja, also ohne Scheiß, die AN ist einfach so geil, ohne Scheiß. Ich würde gerne so in echt ein paar Leute damit. Oh nein! Ist er hier unten drin oder? Ohne Scheiß, die AN. What the hell? Ich habe eine AN mit schnell ziehen aufgehoben, die ist so krank. Das ist meine, Digga. Wirklich? Schnell ziehen und schnelles Magazin. Ja. Und schafft halt, ne? Ja. Aber ohne Schaft brauchst du nicht zu erwähnen, weil welcher Mensch spielt schon ohne? Oh Mann, Digga, seine scheiß Schockladung. Ich bin so lustig rückwärts. Oh. Ich versuche jetzt EMP irgendwie zu erreichen. Versuch mal EMP bitte zu erreichen. Ja, war klar, dass Ramon de Moreno jetzt kommt, Digga, die alte Moräne. Sergio Ramos. Der Domian ist jetzt wieder gekürtet, nachdem ich ihn dreimal hintereinander geholt habe. Geil. Danke, dass du mich einmal auf Street geholt hast, Bruder. Dafür gibt's den Win der Woche von Mr. Trashy. Trashpack. Oh, du kriegst so das C4, du kannst nichts zu. Ja, Digga, danke schön, Mann. Warte, ich helfe dir. Bruder! Oh mein Gott, da hab ich noch geholt? Ich bin so auf ihn losgesprungen, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Da waren 100 Schockladungen im Übrigen, Digga. Ich hab's gezählt, es waren 100. Ja, ich glaub's dir, Digga. Man übertreibt in solchen Momenten auf keinen Fall. Bitte, bitte, bitte! Was laberst du? Ach so, das ist das Schockladungsgeräusch, oder was? Ja. Oh Mann. Geht's noch schöner als AN Overkill MSMC? Ich glaub nicht.
Na, hä? Nein, der hinter mir hat geschossen, der Abonnent. Oder hast du geschossen? Das war ich, Digga. Digga, danach wurde ich so gespawnt, Digga. Aber ich bin ja auch quasi ein Abonnent, Digga. Ja, stimmt. Das war der alle deine Videos Dislikes, aber das ist ja egal. Na, ich kann nichts machen. Digga, hier sind vier Gegner vor mir. Kann ich, gibt's eine Möglichkeit, das zu klatschen? Das frage ich mich immer. Gibt es. Anton hat das irgendwie geschafft. Ja, warte, ich bin auch jetzt erst gestorben. Digga, da war gerade alles. Das war ein Blitzschlag, eine Schockladung und dann noch eine AN. Was war das? Ein Blitz? Schlag. Ja, das ist, hast du richtig gesagt. So. Wo ist er? Ey, das ist lächerlich. Er legt sich dahin, dieses scheiß Klappsofa. Ja, Klobürste ist wieder reingekommen. Das Spiel, jetzt fuckt er ab. Es steht 11-0. Eben ist er noch rausgegangen auf Ehrenbruderbasis. Ah, der hat Orbi, Digga, der Typ. Oh, aber bringt uns leider nichts, weil ihr Konter. Nee, der Gegner hat Orbi. Achso, hier, moin. Ganz dezent. Weißt du, was immer so eine Genugtuung ist? Wenn man die Gegner gibt, trotz Orbi. Ja. Ich verstehe nicht, warum die jetzt auf einmal abfahren müssen, auf Plaza, Alter. Boah, jetzt habe ich ihn so zerstört. Ist die Musik eigentlich da drin? In diesem Plaza-Ding? Mein Gott, ich aim ihn so weg. Die Musik, das ist doch Skrillex, oder? Ja, I'm a trader. I'm a trader. Blitzschlag kommt. Na? Hier ist ein Enemy. Du hast ihn so weggesneakt. Oh mein Gott, den hab ich weggesneakt, Digga. Das war lächerlich. Oh! Digga, er hat mich noch geholt, ne? Bevor du ihn geholt hast. Obwohl ich so dahin. Die Kill, hast du verdient gehabt in dem. Du glaubst, die Kill kam aber nicht. Ohne Scheiß nicht. Das war so lächerlich. Zwei Schüsse oder so, ne? Ja, aber wirklich krank, Alter. Ja, ich weiß, Digga. Das ist bei den alten COD so heftig irgendwie. Ein Schuss irgendwie. Und. Digga. 23-12. Es gibt einfach einen Typ bei mir in den Kommentaren, der immer meine KD ausrechnet, die ich im RTC habe. Ah, das ist ein geiler Typ, Digga. Ja, feier ich auch. Weil sonst könnte ich das mit dem Account hier nicht machen. Das ist eine Ehrenbaron, ja. Oh, gib her und schnell weg. Weg, 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 weg. Okay, jetzt kann ich gucken. Aha. Ich weiß noch, als Black Ops 2 gerade neu war, Mann. Geiles Game, Digga. Digga, der Typ wirft mehr MP-Granaten als was weiß ich. Was? Woher weiß er das? Maybe he has a hack. Ah, wir haben jetzt die beste Streak der Welt, Digga, die Escort-Drohne. Ah, ich habe gehört, die soll auch wieder in Black Ops 4 reinkommen, Digga. Ja? Zusammen mit dem Wächter. Ja. Und natürlich MQ27 Dragonfire. Das ist, glaube ich, die mitbeliebteste Streak. Ja, die Dragonfire habe ich auch gehört, weil das ja eine sehr, sehr beliebte Streak ist, soll die auch wieder, ja. Digga, du glaubst nicht, wie ich ihm die Ehre genommen habe, Digga. Sauber. Ah, der Team hat Orbi. Guck mal, das ist mal Ehrenbaron. Das ist ein Ehrenbaron, Digga. Oh, ich hätte ihm fast die Ehre komplett genommen. Ja, dem einen Typen habe ich auf jeden Fall die Ehre so weg. Halt die schlimmste Feuerler-Lobby. Seine Ehre habe ich geklaut und bei eBay verkauft, Alter. Bei jedem Gegner steht AN94 zum Aufheben, wenn man ihn geholt hat. Oh, leck. Okay, Leute, diesen Turn-On, der war lächerlich. Da braucht er sich jetzt auch nicht für feiern. Ihr habt alle gesehen, dass ich wirklich alles getroffen habe, auch nachdem ich abgesetzt habe. Komm, mein Aim ist wirklich sauber, Digga. Let's go, man. Ich konnte meins leider nicht wirklich ausnutzen. Meine Chance gerade. Dafür hat man gute Teammates, Freunde, dass man da auch mal Hilfe bekommt. Ich bin so behindert, Digga. Ich mach so weirde Sachen. Immer im Nahkampf hole ich C4 raus. Ja, das ist aber Angewohnheit.
Boah, wie er hier gesprungen ist mit dem Scuff, den er über Code Scorpion damals gekauft hat. Ich habe übrigens auf Ehrenbaron-Style. Digga, du übertreibst das Wort Ehrenbaron wie kein zweiter. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ey, ich mach mit dir hier, du fließt mich an hier, bitte, bitte. Komm in meine RTC. Ah, stimmt, ich erinnere mich an das Gespräch. Oh nein! Oh mein Gott, ich bin fast durch den Semtex gestorben. So eine Random. Ah, egal, die 5000 Punkte nehmen wir mit. Vielleicht reicht's ja für Level 38. Gucken wir doch mal. Ikaru 6. Ah, 100er Prezi. Digga, was? Allein schon, Alter! Digga, ich schwöre, er spielt mit dieser Nintendo Wii-Dingens-Steuerung. Er nur geradeaus hat gebetet, dass Billy Bear Hands, der natürlich auch 0-7 steht, ihm. Ey, bitte retter vor meine Waffe! Bitte retter vor meine Waffe! Aber wirklich, Digga. Okay, Level 37. Okay, so levelt man gut. Oh, jetzt haben wir die G-Com frei. G-Com! Ich habe auf eine Sache Bock, und zwar auf die G-Com mit Feuermodus aber. Oh ja. Feuermodus, Magazinerweiterung und ein langer Lauf. Ich weiß nicht, wie der Recoil ist. Der Recoil ist auf jeden Fall sehr gut handelbar, war ich der Meinung bei der Waffe. Digga, das ist so geil, man einfach jede neue Waffe auszuprobieren. Na, nee, schon geil. Immer wenn ich eine neue Waffe ausprobiere, mache ich TDM. Sehr geil. Ah, Yemen ist aber nicht so die G-Com-Waffe eigentlich. Doch, eigentlich schon, ne. Ja gut. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Sehr gut. Das sind wir mir dabei. Hat es gefallen, wie du gesagt hast, sagst, weißt du? Ja, ja, klar. Blitzschlag. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Mhm. Okay, so dann machen wir die. Ja? Die kommen jetzt auf. Also, ich mache die jetzt von Salve auf Feuermodus. Da kannst du auch ein bisschen schneller leveln, weil das halt eine Waffe ist, die. Obwohl, da hast du, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, da hast du schon das bestimmt gespielt in den. Ui. What? Da werden wir Mac weggemacht von Nasty. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute hier immer noch irgendwie Blendgranaten benutzen. Oh nein, ich bin RIP. Nein, ich wusste es. Oh mein Gott, das war so klatsch, Digga. Mehr Klatsch geht ehrlich nicht, als das, was ich gerade hier abgeliefert habe. Nur, dass ich keine Marken aufgesammelt habe. Achso, ist ja auch TDM, lol. Nevermind. Okay. Hitmarker gegeben. Klaro. Das ist immer ein gutes Gefühl, so Hitmarker geben. Bruder, der Typ, ich weiß nicht, was ja, der hier. Ja, ich hab's verdient. Ey, ich wusste nicht, dass die G-Com mit Feuermodus so gut ist, weil ich hab's nie geschafft, die so weit zu leveln, weil ich einfach keinen Bock hatte. Die ist krank. Die ist wirklich krank. Digga, er hat mir. Digga, hättest du das gesehen, ne? Mit der MG42 oder wie die Waffe heißt. Ja, MK48, hab ihn weggehauen. Bruder, er gibt mir so einen One-Hit-Headshot. Ja, ich hab neulich eine Folge mit der Waffe gemacht, ich höre, das ist die schlechteste Waffe. Das ist wirklich krass, wie schlecht hier ist. Hab ich dich gerettet oder hab ich den Kill geklaut? Ich will dazu nichts sagen, Digga. Also gerettet. Ich enthalte mich. Mann, Digga, dieses RTC erfüllt. Digga, er gibt mir einen Quickscope! Der Typ da hinten, weil er so eklig in der Ecke sitzt, der ist dran. Und vielleicht noch der hier. Alter, wie präzise ist diese Knarre? Ja, die G-Com ist krass gewesen damals schon. Mich hinweghaue. Digga, dieser Nasty, irgendwas ist mit dem falsch, Digga. Oh, jetzt will ich hier. Okay, der Nasty. Entweder, ja, okay, der hat schon vernünftig gesniped gerade. Aber er trifft wirklich jeden Snipe und man ist ungefähr nach einem Schuss tot bei ihm. Ja, ohne Scheiß, man, die G-Com, das macht schon. Warte mal. Ah, ich hätte jetzt ein C4, hätte ich das versucht. Okay, come on, gehen wir hier lang.
Gehst du auf den Balkon oder gehst du... Ich dachte, du gehst auf den Balkon. Oh, ich habe einfach eine gute Menschenkenntnis. Ich habe einfach eine gute Spieler-Menschenkenntnis. Niemals spawnt hier keiner. Das geht gar nicht. Digga, warum campen die in einem 9 Jahre alten Spiel, neun Digga? Jahre ist es ja nicht alt. Das ist ja 7 wird es dieses Jahr. Also ganze Jahre gibt es erst 6. 2012 war Release. Ach stimmt, Digga, warum bin ich die ganze Zeit der Meinung 2010, Digga? Weil wir haben vorhin über BO1 gesprochen und das stimmt. Ist Ich krieg grad somehow I getting on my flap, Digga. On your flap? Ja, auf meine Fresse, Digga. On my flap, Alter. Junge, komm da vom Balkon runter, du Ehrenloser. Digga, ich hab irgendwie den... Er laggt nicht, Leute, nur sein Gehirn laggt. Ui, ui, ui. Digga, Junge, was spawnst denn da immer wieder? Was schluckt denn der jeden Tag vorm Schlafen geht? Was hat der für ein Aim, Mann? Was schluckt der jeden Tag vorm Schlafen geht? Boah, 24-11, Mann! Drauf geschissen, Alter. Die Quote kannst du Nasen geben. One-Shot sind Großvater. Und damals war das so wichtig, so eine gute KD zu haben an sich, ne? Oh nein, 1 vor V-Set und ich choke, weil der Teammate nicht eine Kugel trifft. Jetzt ist dieser Nasty Crypto rausgegangen. Geil. Ja, gut. Nur einmal vor Orbi geholt, GG. Ja, gönn dir, Alter. Kannst du in der Schule erzählen? In der Sonderschule, 4. Klasse, du Hund. Patrick, ich hab Marcel Scorpion 1 vor Orbi geholt. Oh, das hast du aber fein gemacht. Jetzt gibt trotzdem dein Pausenbrot. Was gibt mir trotzdem? Einfach mit der Chica aus der Hüfte, obwohl der Typ Zielsucher hat. Ich glaube, ich gehe langsam auf die 4er KD im RTC zu. Hattest du einen 3-7er oder irgendwas, sowas? Ja, so in dem Bereich. Hinter mir ist einer. Na, okay, dann gehe ich doch wieder hoch. Und Pre-Aim. Okay, der hintere wird... Nein! Ey, diese MK. Ach, das ist der beste Spot. Hier hat Nix da früher seine Gameplays gemacht. Dieses Haus kenne ich einfach noch zu gut. Kennst du das? Ja, die Kirche. Ja, genau, diese Mini-Kirche. Die Kirche und dann daneben dieses Haus. Genau, da, wo hier. Du jetzt reingegangen bist, ja. Und da war, glaube ich, jede Kugel drauf. Absolut kein Rückstoß. Ja, die Waffe ist schon heavy, Mann. Ohne Spaß. Ja, so ist es, ne? So ist das Leben. So, wir haben jetzt... Oh, Level 38,5. Ja, mühsam ernährt sich das Zweichhörnchen. Ja, rein. Okay. Ja, Freunde, danke fürs dabei sein. Wir nehmen es noch für das nächste Video auf. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.